Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Mojizzy. Wie geht's? Ich bin Mogli. Wir gucken uns heute ein neues Video an. Das ist ein Video für, das ist perfekt für den Chat geeignet, da mein Chat Altersexperten sind und auch ja, oft das Alter gut einschätzen können von gewissen Damen und Herren. Wir gehen rein ins Video. Let's go! K-A-T-J-A. Du verarschst mich, Digga. Ich glaube, du verarschst mich. Hi und... Ihr werdet sehen, ich mache keinen Fehler. Willkommen im Cube. Die Kandidaten haben keine Ahnung, worum es in diesem Video geht. Alle minderjährig. Sie kennen sich untereinander nicht und treffen jetzt zum ersten Mal aufeinander. Eure Gruppe... Die ist 16, die ist 17. Die besteht aus 5 Personen. Der ist 18. Eine davon ist minderjährig. 17. Alle anderen sind über 18. Danke. Der ist auch 18. Eure Aufgabe ist es, die minderjährige... Geschafft. ...jährige Person zu... Kniffel gelöst. ...enttarnen und rauszuvoten. Okay, da ist jetzt einer minderjährig. Danke. Es gibt 3 Gesprächsrunden, in denen ihr Fragen stellen könnt, um den Lügner zu enttarnen. Am Ende jeder Runde wird gewotet. Mhm. Schafft es die minderjährige Person, bis zum Ende im Cube zu bleiben, Nein. gewinnt sie 250 Euro. Schafft Sollte sie nicht. Der Lügner in der letzten Runde nicht mehr im Cube sein, teilt ihr euch Danke. Das Preisgeld. Wir beginnen mit der ersten Runde. Mhm. Ihr habt jetzt 30 Sekunden Zeit, euch vorzustellen. Danach Danke. Wird direkt gewotet. Ich bin Tevis, ich bin 20, bin mit dem Auto hier hingekommen, bin am 3.7.2000 geboren, Sternzeichen Krebs. Ich bin Verdächtig ein bisschen. Ich bin Theresa, ich bin 18, ich bin am 2.10.2002 geboren und ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht. Da glaube ich's. Ich bin Johannes, ich bin 20 Jahre, ich bin am 31.7.2000 geboren, bin mit der Bahn hier hingekommen. Mhm. Hallo, ich bin Katja, ich bin 18 Jahre alt. Minderjährig, das ist sie. 17. Und am 1. April 2003 geboren. Ja, ja, April, April. Hallo, ich bin Jul, ich bin am 29. März 2003. Okay, Voice Cracks im Stimmbruch könnte auch verdächtig sein. 2003 geboren, wurde also vor 3 Monaten 18. Und... Also eine von den beiden ist es, Chat. Safe call. Mag es gerne, keine Ahnung, auf Konzerte zu gehen und rumzureisen. Nachdem sich jetzt alle vorgestellt haben, muss eine Danke. Person von euch rausgevotet werden. Ja. Irgendeiner von den Typen. Einer von den zwei. Ich sag, einer von den beiden letzten ist es, Chat, oder? Wie alt sind die? Danke. Ja. Ich danke dir. 17? Ja, doch, doch. Danke. Und danke für das Effekt. Der Bruder hat mir von Energy Drink spendiert. Dankeschön. Junge, voll dramatisch, Digga. Es gab 2 Personen, die gleich viele Stimmen erhalten haben. Das heißt, ihr lernt euch in Runde 2 weiter kennen und votet dann erneut. Oh, Sollte Digga. Das Ergebnis unverändert bleiben, müssen beide Personen den Cube verlassen. Verloren. Ihr habt jetzt 60 Sekunden Zeit, die anderen davon zu überzeugen, dass ihr wirklich 18 Jahre oder älter seid. Danach wird erneut gewotet. Ja, also ich bin in Bünen zum Gymnasium gegangen und bin Selbst danach... hier unten fällt alles aus. ...der 11. Klasse aufs Berufskolleg in Unna gewechselt, habe da mein Abitur nachgeholt und habe dann mein Studium in Münster angefangen und bin jetzt im 2. Semester Grundschullehramt. Also Chat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dem Typen glaube ich. Was studierst du denn Grundschullehramt? Auf welche Fächer? Genau. Ja, ja, man hat immer Deutsch, Mathe und Bildungswissenschaften sowieso und hat nur ein Wahlfach und mein Wahlfach ist Englisch. Ja, doch, doch. Der ist volljährig. Ja, ich bin, ich komme aus Münster, da wo du studierst. Ich habe da 2019 mein Abi gemacht. Danke. Bin dann nach Köln gezogen, studiere jetzt BWL. Und ich bin jetzt die letzten 3 Tage, also bis Samstag, bin ich auf Mallorca gewesen. Und wie lange studierst du schon? Ich studiere jetzt im 4. Semester. Okay, ja. Genau. Okay, ich bin... Ja, also die Typen, die sind safe, die sind volljährig. Bin ich mir sehr sicher, Chat. Bin mit 5 in die Schule gekommen, hab dann mit 17 letztes Jahr mein Abi gemacht. Was, die ist mit 5 in die Schule gekommen? Kommt man nicht mit 7 Danke. Erst? Ich war mit 7 erst in der Schule oder mit 8, glaube ich. Ich glaube, ich war mit 8 in der Schule, Digga. Ist das normal? Mit 6? Nee, also mit 6 war ich noch im Kindergarten, Digga. Weiß nicht, ob das an mir lag, aber mit 6 war ich noch nicht in der Schule. Nee, nee. Und arbeite
Sei daher in einem Corona-Testzentrum und jetzt ab Oktober fange ich an zu studieren, Musik. Und, danke. Ja. Wo? Er ist noch nicht sicher, weil muss man ja Aufnahmeprüfungen machen. Danke. Mal gucken, wo man angenommen wird. Mhm. Mhm. Okay, habe ich das gerade richtig verstanden? Du bist mit 5 bist du angefangen? Ja. Wie kam das, dass du mit 5 eingeschult wurdest? Weil es im Kindergarten langweilig war. Also so du. Aber auch ein bisschen verdächtig, Digga. Du kannst ja auch dich mit 5 einschulen lassen. Ist okay. Richtig. Also ich wurde spät eingeschult, ich wurde mit 7 eingeschult, weil ich. Da seht ihr's. Und jetzt bin ich gar nicht mehr so weit weg mit 8. Also hört auf mit euren Jokes. Im Juli Geburtstag hab. Ich gehe auf die Fachoberschule, ich weiß nicht, ob es das hier in NRW gibt. Die ist minderjährig, Chat, erzählt mir nichts, das ist sie. München und habe jetzt mein Abi gemacht. Also es ist eine Gestaltungsfachoberschule und da muss man sehr viel malen und jetzt chill ich erstmal mein Leben. 2021 hast du dein Abi gemacht? Ja, ich habe. Mit wie vielen Jahren wurdest du eingeschult? Mit 6. Nee. In welchem Jahr? 2007. Sorry. Alles gut. Das ist so. Ja, sorry. Sag doch einfach, dass du minderjährig bist. Lebenslauf, also weiß ich nicht mehr so auswendig. Mhm. Deswegen. Ich gehe noch zur Schule. Die ist es, Chat, oder? Ach nee, es ist ja mein Abitur. Wir haben 13 Jahre, also ich bin noch dabei. Die Julia ist es. Waldorfschule. Ja. Und danach will ich dann mir erstmal ein Jahr nehmen und ein bisschen rumreisen und werde dann in Hamburg wahrscheinlich Hotelmanagement studieren, wenn das alles so klappt, wie ich das geplant habe. Weißt du, in welchem Jahr du in die 5. Klasse gekommen bist? Nein. Okay. Weißt du? Verdächtig, Julia. Mach doch nicht jetzt den, Julia. So leicht sind wir nicht, an der Nase herumzuführen. Ja. Vielleicht ist es ja noch nicht so lange her. Ja, genau. Er ist ja auch nicht so lange her. Kannst du deinen Namen tanzen? Ja. Okay. Kannst du es machen jetzt? Kannst du deinen Namen tanzen? A-T. Macht die das nicht nur auf der Baumschule sowas? Danke. J-A. Sehr schön. M-O-J-I. Weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Wir vergessen es einfach wieder, ja? Tun einfach so, als wäre das nicht passiert. Gut, Chat. Cool. Da gibt es auch keine Clips davon. Die Julia ist es. Also wenn die Julia nicht rauswählen... Was für Theresa? Du Idiot! Theresa ist nicht minderjährig! Mein Gott, wie kann man so verloren sein? Wen schreibt Julia auf? Theresa. Ey, die Julia, ey, das ist eine 30, ich sag's euch, Chat. Das ist, die lügt uns hier mitten ins Gesicht, Digga. Julia ist es. Okay, ich habe jetzt einen neuen Favoriten. Ich glaube, es ist. Julia. Mein Gott! Ah, Digga, was, Alter. Es haben erneut fucking Idiots, Mann. Zwei Personen die gleiche Anzahl an Stimmen erhalten, weswegen Julia und Theresa den Cube verlassen müssen. Hä? Ja, dann sind die raus. Das war's. Julia war's. Wenn das Licht rot wird, ist die minderjährige Person noch im Cube und es geht weiter. Nein. Wird das Licht grün, niemals. Habt ihr den Lügner enttarnt und ihr teilt euch das Preisgeld. Uiuiuiui. Das heißt, die ist noch drin, oder? Dann ist es ja doch die. Dann ist es Theresa gewesen. Ich hab's doch von Anfang an gesagt. Theresa ist es. Die minderjährige Person ist noch im Cube. Katja meine ich. Sag ich doch. Das heißt, es geht in die finale Runde. Die Katja. Runde. Katja ist es. Ich hab erst Theresa und dann Julia gewählt. Gerade. Okay. Falls das irgendwie was. Ja, ich hab erst Julia gewählt. Die ist jetzt draußen. Dann habe ich Katja gewählt. Und da bin ich mir auch eigentlich. Ja, relativ sicher. Also erstmal geht sie noch zur Schule. Ja. Und ich weiß nicht, du hast eben, du bist schon von Münster nach Köln gezogen. Das heißt, du bist wahrscheinlich über 18, weil sonst machst du ja gar keinen Mietvertrag und so, du studierst. Ja, aber der kann ja auch lügen, Digga, hä? Im wievielten Semester nochmal? Im 4. Oder er ist es, Digga. Oder er ist es und hat uns hier voll an der Nase rumgeführt. Im 4. Semester, ich bin in Münster in der WG, ich bin mit dem Auto hier hingekommen. Kann ich dir natürlich nicht beweisen. Ja. Ja, ich bin am 3.7.2000 geboren. Ich würde dir jetzt auch mein Handycode zeigen, aber mein Handy habe ich leider nicht hier. Ich glaube. Oh, Chat, der macht sich gerade mies verdächtig, der Bruder hier. Oh. Der erklärt zu viel, der versucht sich ein bisschen zu viel zu rechtfertigen, Digga. Auf den ersten Blick würde ich das gar nicht denken, aber ich bin eigentlich relativ sicher. Du hast gesagt, du gehst zur Waldorfschule und machst ja, genau, 13 Jahre. Sind halt 13 Jahre, die wir da machen. Okay. Wann bist du nochmal geboren? 2003. Katja, 17. Nein. Ja. Wann? 2003, am 1. Aber eben hast du noch 2002 gesagt. Nein.
Ich bin 18, ich bin 2003 geboren. Hast du nicht 2001 gesagt? F in den Chat für Katja. Du, nee. Okay, dachte ich jetzt. Eine Frage habe ich noch. Brauchst du? Ja. Ja, Katja, jetzt mach doch nicht auf cool hier vor den Leuten. Als ob die raucht. Wenn die eine Zigarette zieht, ein bisschen zu stark, der wird doch schwindelig. Die kriegt Karussell im Kopf und fällt um. Hast du dann deine Zigaretten? Mit meinem Personalausweis. Das ist okay. Tatsächlich nicht so schwierig. Ich weiß nicht, ich würde mich ärgern, wenn jetzt gleich das Licht rot angeht und du mich verarscht hast und du einfach so ein Überflieger bist, der BWL studiert mit 17, was ich mir aber nicht wirklich vorstellen kann. Erzähl doch mal ein bisschen was aus deiner vierten Vorlesung. Chat, ich gebe jetzt eine Prediction ab und ich bin mir sehr sicher, der ist es. Der ist es. Der macht hier gerade zu viel, der quatscht hier gerade zu viel. Der ist es. Beim vierten Semester. Aus meinem vierten Semester, was willst du denn wissen, was ich für Fächer habe? Ja, zum Beispiel. Ich habe jetzt aktuell Marketing, Makroökonomie und Mikroökonomie. Chat hatte ich auch die Fächer. Vier Fächer, zwei davon geschoben. Und wann schreibst du deine Klausuren? Ich habe jetzt gerade einen geschrieben am 12. und ich schreibe jetzt am... Ja, Makro hatte ich auch, Chat. Mikro auch, Mikroökonomie und so ein Zeug. Ja, ja, doch. Ja. Habe ich alles geschoben, Digga. Ich bin mir auch sicher. Ja, dann können wir von mir aus wählen. Danke. Er ist es. Er ist es, Chat. Der Tevez. Tevez ist es. Tevez ist es. Tevez ist es. Ja, die hat recht. Tevez. Die ist es. Die ist es nicht. Vertraut mir. Die ist es nicht. Die ist nämlich volljährig. Und wenn ich die auf Insta sehe, würde ich die auch anschreiben, weil ich weiß, die ist volljährig, Chat. Wartet mit zwei ab. Stimmen wurde sich für Katja entschieden, weswegen sie die Gruppe verlassen muss. Jetzt wartet ab. Du verarschst mich die ganze Zeit. Ich glaube, du verarschst mich. Ob ihr euch richtig entschieden habt, Rot. Sehen wir jetzt. Also wenn ich ehrlich bin, bin ich mir ziemlich sicher, dass es Katja war, aber irgendwie könnte ich mir auch vorstellen, dass Tevez mich die ganze Zeit verarscht. Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass sie nicht im Kreis ist, weil wenn ich 17 wäre und die Frage jetzt käme und alles durch ist, dann würde ich sagen, tut mir leid, der ist halt noch. Aber gut, also nee, ich bin mir jetzt sicher, sie ist raus. Naja, glücklich. Jawohl. Sehr stark. Ich hab's auch gesagt, die Katja ist es. Ja, gut. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die richtige Wahl getroffen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß mit dem Preisgeld. Dankeschön. Sehr gut. Wenn du auch einmal dabei sein willst, dann bewirb dich für deine Chance auf thestudio.cc. Ja, nee, war ein schönes Video. Das mit dem Anschreiben auf Insta war auch nur ein Spaß. Also, wisst ihr, ich bin ja auch Entertainer so irgendwo im Internet und ist ja auch nur Entertainment gewesen, yo. Cool. Nee, ein schönes Video gewesen. Falls dir gefallen hat, dann lass jetzt gerne ein Like da. Abonnier den Kanal, check den Gaming-Kanal aus. Jo, wir sehen uns beim nächsten Video wieder.